Offensichtlich haben hier heute Morgen Anwohnerinnen und Anwohner einen Umsonstladen errichtet. Das hier ist aber offensichtlich nicht nur ein Umsonstladen, sondern auch ein Zentrum gegen steigende Mieten. Hier im Kiez, überhaupt in ganz Kreuzberg 36 und in der ganzen Berliner Innenstadt sind in den letzten Jahren die Mieten explodiert. Sowohl die Wohnungsmieten als auch die Gewerbemieten. Ganz viele Geschäfte hier im Kiez sind im Moment akut bedroht von Schließungen, weil die Hauseigentümer gemerkt haben, sie können auch die Mieten verdoppeln oder verdreifachen und finden trotzdem noch Leute, die das mieten. Hier in diesem Laden, wo jetzt heute der Umsonstladen ist, war über viele Jahrzehnte lang ein Farbengeschäft. Das Farbengeschäft musste vor 3 Wochen ausziehen, weil der Hausbesitzer die Miete verdreifacht hatte. Es geht darum, dass die Ladenmieten steigen, die Wohnungsmieten steigen, Geschäfte, in die wir seit Jahrzehnten einkaufen gehen, verschwinden, immer mehr teure Restaurants und Cocktailbars machen hier auf im Kiez. Und wir alle wissen, wer heute hier im Prangekiez eine günstige Wohnung sucht, hat kaum eine Chance, was zu finden. Es gibt fast keine günstigen Wohnungen mehr, die Mieten sind explodiert, Neuvermietungen sind fast unbezahlbar geworden und wer nicht über 2 Jahren Einkommensnachweis vorlegen kann, dass er oder sie ein paar tausend Euro verdient im Monat, hat eh keine Chance mehr, hier einen Mietvertrag abzuschließen. Wir finden das zum Kotzen und wir denken, es muss so nicht sein. Okay, wo so ist denn der Laden? Wir gehen aber nicht mit dem Fahrrad. Bei Hermann Sachse. Bei Hermann Sachse, da. So, dann schauen wir jetzt nochmal und wenn wir gleich da sind, wo sind viele Menschen, dann bleibt ihr bei mir. Ne? Und dann hört ihr auch mich. Das heißt, wenn ich sage, wir gehen, dann gehen. Sind die Sachen umsonst? Bitte? Sind die Sachen umsonst oder wie sollen die? Also umsonst Laden? Ja, ne? Also ich glaube, die werden umsonst geben und dann werden die wahrscheinlich verkaufen. Vielleicht für eine gute Sache. Dann gesammelt das Geld und für eine gute Sache ausgegeben. Mir ist alles umsonst. Alles umsonst? Das heißt, ja. Ich kann da hin und kriege auch was umsonst. Ja. Okay, wir gucken aber nur. Ja, nicht weil ne, eure Kinderzimmer sind voll. So, komm, wir schauen. Doch, eine kleine Sache werden schon. Ja. Jetzt haben wir schon eine Sache. Die hier habe ich gefunden. Ist cool, finde ich, dass der Laden offen ist. Die müssen das eigentlich schon lange machen, weil was der Staat sich erlaubt, ist nicht normal heutzutage, weil die verarschen nur die Leute hier. Miete, das, ja, dies, ja, alles nützt sich geworden. Was bedeutet das? Was bedeutet Scheiße? Die Seiten kommen wieder. Die Firma vor 10 Jahren. Das die Leute war. Müssen sich dafür dagegen wehren jetzt. Langsam. Wird endlich mal Zeit irgendwie. Das ist noch gar nichts. Muss noch ein bisschen noch radikale Sachen passieren. Weißt du, ein bisschen rumbauen, irgendwie kaputt machen, damit die Leute hier oben begreifen, was passiert. Oder? Die wollen ja die armen Leute noch mehr erniedrigen, denke ich mal. Das geht doch nicht. Wie lange kann das noch gehen? Jeder fällt in den Schuldensumpf noch mehr tiefer. Irgendwann geht's nicht mehr. Also das ist in Ordnung, sowas. Meine Meinung. Und wir unterstützen das. Ja. Das ist viel zu wenig. Ist zu wenig, genau. Müsste noch mehr sein. Früher war ganz anders. Jeder hat sich gewehrt. Also nach meiner Meinung ist der Staat richtig radikal
verändert. Also die wollen dich kontrollieren irgendwie. Es ist überall von vorne bis hinten. Mal haben die gesagt, da gibt es keine Stasi mehr, aber hier gibt es Stasi noch mehr. Jeder ist für sich mittlerweile, oder? Der Sommerhalt ist nicht mehr da. Ja, jeder denkt an sich, kein Geld mehr da, jeder will zusehen, wo er bleibt. Ja? Also auf jeden Fall ist der erste Schritt gemacht worden, denke ich mal, langsam. Gut so, weiter so. Was sehen Sie denn da? Beschreiben Sie uns das doch. Also Menschen, die protestieren gegen den Kommerz hier, in diesem Viertel, immer gegen steigende Mieten. Und das finde ich ganz in Ordnung so. Finde ich eine tolle Idee, dass sie diesen Laden da machen, dass man eben mal eine Flagge zeigt, gegen alte Quartiere passiert in der Viertel. Was passiert denn hier so in dem Viertel? Können Sie das mal beschreiben? Na, Sie sehen ja, der muss jetzt ausziehen, der Mieter da aus dem Laden, weil die Mieten so steigen oder so gestiegen sind, soweit ich gelesen habe, sie haben eine Doppelte gestiegen, sie müssen ausziehen und das ist natürlich für das Leben hier total schlecht, weil man sich meistens damit irgendwann nicht mehr leisten kann, überhaupt hier umgehen zu können. Und wer zieht dann stattdessen hier hin? Ja, die Leute, die nicht die hohen Mieten irgendwie leisten können. Und was bedeutet das denn dann für den Kiez? Erzählen Sie mal. Dass die Kultur hier stirbt, dass dieses Zusammensein, dieses Multikulti hier rausgeht, dass diese Bunte weggeht. Und es nur noch um Leute geht, die sich wirklich viel leisten können und die es nicht können, keinen Platz mehr zum Leben haben. Schreiben Sie mal dieses Kreuzberger Bunte, was Kreuzberg ja ausmacht. Was ist denn das, dieses Bunte? Das ist das Zusammenleben von allen, von vielen Nationen. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir sehen ja selber, wie die Menschen zusammenkommen, wie sie sich engagieren. Denke mal, das hat auch viel damit Kreuzberg zu tun, wie sie sich engagieren. Alles klein. Viel zu wenig. Gucken Sie Stuttgart an. Was machen Sie mit den Leuten? Die hauen sie zusammen. Und das wird ja genauso passieren, wenn noch mehr Leute kommen. Also, was müssen wir machen? Na, sagen Sie es mir. Fällt Ihnen auch nicht so ein. Sehen Sie? Entweder wandern wir aus oder wir machen eine richtige Revolution. Ja.
30, haben wir auch eine Mieter- und Anwohnerversammlung. Ey, ich hab's ja durchgeboxt gekriegt. Haben wir durchgeboxt. Polizei ist abgerauscht, wir haben den Laden. Und insofern seid ihr natürlich irgendwie auch herzlich eingeladen. Vielleicht habt ihr irgendwie Lust, vielleicht habt ihr Lust, mit dem rüber zu kommen, ein bisschen zu diskutieren. Wann geht das denn los? So, um 18.30 Uhr. Heute? Ja. Wie lange geht das? Ich muss bis 8 Uhr mal loben. Nach Feiern kann ich mal rumkommen. Ja, also vielleicht also, guck mal einfach vorbei. Auf jeden Fall. Hey Kiezbulle, beharr doch bitte, bitte nicht auf deinem Willen. Ich hör doch wegen dir im Park nicht auf zu grillen. Hey meine Kumpels und ich, wir sind hier am Chillen. Du glaubst, ich sei ja, dann erklär das meinem Monster. Das ist gefährlich und läuft am Bock wie Godzilla. So groß, so breit, so stark, King Kong, der Gorilla. Das haut den Schergen auf die Glocke wie bei Schiller. Ich hab Pech gehabt, da heißt es wohl mal wieder Monsterla. Und wieder einer weniger. Oh, gegen Mietverdrängung, gegen Mieterhöhung. Vielleicht habt ihr Bock, vorbeizukommen, mit zu diskutieren. Vielleicht gibt es heute Abend auch Abendessen. In der Zwischenzeit gibt es hier ganz viele Bücher und Klamotten, die ihr abholen könnt und sonst. Ihr könnt aber auch euren eigenen Fernsehturm bringen. Und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn wir andere Anwohnerinnen hier treffen könnten, wenn die Nachbarschaftsfamilie die Straße käme. Sie haben sich gerade hier aufgeregt, sehr emotional. Was ist denn passiert? Also ich bin nicht aufgeregt, sondern ich nehme emotional an dieser Veranstaltung teil, zu der ich keinen Zutritt habe. Ich bin vollkommen gegen diese Vermarktung, dass alteingesessene Geschäfte hier entfernt werden aufgrund von Mieterhöhungen. Ich bin gegen eine Ballermannmeile. Ich finde es ganz toll, wenn multikulturelle Lokale hier entstehen. Aber es kann nicht so sein, dass die gesamte Infrastruktur deswegen hier kaputt gemacht wird. Ich wohne hier in der Kubikstraße mit einer Masse und war froh, dass wir hier dieses alteingesessene Ladengeschäft hatten. So, ich kenne den Vermieter. Ja, also auch da drüben, der Vermieter ist von einer dieser Gaststätten. Er weiß, es funktioniert, also wurde die Miete so angehoben, dass im Prinzip hier wieder eine Kneipe reingehen soll. Es ist das Gespräch davon, dass ein Chinese reingeht. Mir ist das vollkommen egal, ob es Chinese oder Ungar oder sonst irgendwas ist. Nur Fakt ist eins, ich möchte nicht diesen Kiez hier vollkommen kaputt gemacht haben. Und ich möchte, wenn ich schon mit jemandem diskutiere, dann zumindest einen professionellen Ansprechpartner haben und nicht, wie es heute Abend hier vonstatten gegangen ist. Das ist für mich unprofessionell. Es wird einfach hier verkneipt. Und dadurch, dass die Hostels hier angesiedelt sind, haben wir auch ein Potenzial an Kneipen, sagen wir mal, Nutzer, was nicht gerade, sagen wir mal, toll ist. Also Sie können, wenn Sie früh irgendwo herkommen, freitags, samstags, Sie können Kubikstraße nicht mehr langlaufen. Oder nicht die Schleswigstraße nicht mehr langlaufen. Sie haben wirklich so ein Open-Air-Konzert. Ich finde das toll, wenn buntes Leben ist, aber nicht so. Und was kann man dagegen tun? Ich meine, das ist ja ein Ansatz. Richtig, ne? Das ist, ja, ne, aber für mich ein verkehrter Ansatz. Wenn ich jetzt illegal in eine Besetzung mache, das ist für mich einfach nicht logisch. Ich würde zuallererst mit dem Vermieter sprechen. Und ich bin auch, sag mal, ich lasse mich auch für dieses Mandat, für das Kiezmanagement aufstellen. Es ist angesprochen worden und ich wage mich ja, warum ist heute Abend vom Kiezmanagement niemand da? Wir sind damals freiwillig aus Charlottenburg hierher gezogen, weil uns die ganze Gegend einfach gefällt. Aber sowas jetzt, damit lasse ich mich auch nicht ein. Ich würde mir auch nicht an der illegalen Geschichte hier teilen. Du bist aber wieder zurück. Wir wollten Sie nur fragen, was Sie dazu sagen. Gar nichts. Was Sie hier sehen, oder? Gar nichts. Oder was eine Republik, ja, die von den Banken regiert wird. Was soll sie da noch sagen? Ja?